Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich klebe mal wieder Sticker ein in ein Album. Ich habe schon einmal bei einem Disney Panini Sticker Album gemacht. Das kam ganz gut an und ja, ich habe jetzt hier mein Jugend Sticker Album von der World Wrestling Federation, das Sticker Album mit dem Undertaker drauf. Da fehlten mir noch einige Bilder. Inzwischen hoffe ich, dass es nicht so Fall ist, nicht mehr der Fall ist. Ich habe durch eine Facebook-Gruppe, da hatte einer eine ganze Kiste voll mit Stickern ausgepackt, für sein Album wahrscheinlich auch, und was er dann neu gefüllt hat, und er hatte aber auch seine Doppelten abgegeben. Die habe ich dann mit den Nummern verglichen, die mir fehlen. Da habe ich eine ganze Menge Sticker bekommen. Auch darunter eine Menge Silbersticker, die habe ich jetzt hier. Hier sind auch die Silbersticker, die sind etwas kleiner als normal. Fast alle habe ich von dem bekommen, bis auf eins. Dazu komme ich gleich nochmal, und da möchte ich euch auch nochmal auf den Unterschied schön bekannt machen, wo ich noch weiter drauf eingehe. Also wie gesagt, da sind einige Sticker, die klebe ich gleich mit euch gemeinsam an, gemeinsam ein, nicht an. Da wechsle ich selbstverständlich die Perspektive. So, und es gibt diese normalen Silbersticker übrigens, das zeige ich euch dann später nochmal in der Detailaufnahme. Und es gibt diese Hologrammsticker hier, wie mit dem WWF-Logo. Und das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es diese zwei Arten von Sticker gibt. Ich habe dies ganz normal angesehen, es steht ja auch nicht dabei. Und die waren etwas seltener, diese Holo-Sticker, und die Silber waren die normalen. Ja. Das ist nur der einzige Unterschied bei diesem Heft. Das heißt, man kann da ein paar besondere Sticker haben, durch diese zwei Variationen. Ja, wie gesagt, die will ich mit euch einkleben. Zuletzt möchte ich noch sagen, das, was ich von dem bei Facebook, aus dem, der sozusagen seine Doppelten verkauft hat, dem fehlte nur ein einziges Stickerbild. Was mir fehlte, das war die Nummer 1, und das war das Wrestling-Logo. Das habe ich bekommen vom lieben Marte, dem Ultimate Player. Nochmals danke dafür. Das hatte mir auf der Toyplosion gereicht, nachdem wir nochmal gesprochen hatten. Ich danke dir herzlich. Damit hoffe ich, dass ich mein Album vollständig kriege. So, das werden wir jetzt gleich vollständig machen. Ja, und dann kann ich auch das Video mal aufnehmen. Ein Let's View mit dem ganzen Album. Denn das wird ein extra Video, das vollständige Durchblättern. Jetzt ist es wirklich einkleben und noch nicht betrachten. So, das wird das erste Video sein. Oder das wird dieses Video sein. Und der zweite Teil dieses Videos wird dann ein Let's View. Da schauen wir uns jede Seite an, über die Charaktere, die Texte und so weiter und so fort. Ja, also Kamera wechseln und einkleben. So, Ansicht gewechselt. Jetzt sehen wir das Album, was ich jetzt bekleben werde. Ich habe die schon mal sortiert, sozusagen vom kleinsten zum größten. Hier haben wir die Silbersticker, die schiebe ich mir auch erstmal da oben an die Seite. Den werde ich als allerletztes kleben, die Nummer 1. Und hier seht ihr auch die normalen Sticker. Also, da gehen wir rein. Ich sozusagen versuche mal hier an die Seite, damit ihr das auch sehen könnt. So, der erste Sticker ist die Nummer 44, der mir fehlt. Beziehungsweise die Nummer 1, die will ich als letztes machen. Und deswegen, wir blättern das jetzt nur ganz schnell durch. Deswegen, ein Let's View wird später, wie gesagt, folgen. Hier haben wir den Bret Hart Sticker. Richtig cool, wie er auf dem, richtig schön, wie er da auf dem Seil steht. Und ja, jetzt machen wir das richtig schön einkleben. Hier haben wir die 44, die fehlt. Und da kommt das hin. Und hier kann man ganz gut sehen, nochmal die unterschiedlichen Sticker. Hier haben wir den Hologramm-Sticker, die etwas selteneren, und die normalen Silber-Sticker. So, und ich wusste damals nicht, dass Unterschiede sind. Ich habe das einfach so hingenommen. Ja, habe ich nie darauf geachtet früher. So passiert das eben. So, der nächste, der ist hier Hulk Hogan, der ist die 66, dürfte nicht allzu weit weg sein. Ihr seht, es ist schon recht voll gewesen. So, die 66 ist hier vorne. Und ich freue mich, dass das vollständig wird. Das ist richtig cool, das Album. Die Sticker lassen sich auch noch wirklich gut kleben. So, hier habe ich jetzt Tatanka. Das ist welche Nummer? Schon 133.
schon Wahnsinn. Ja, ausführliche Betrachtung folgt später. Ihr seht aber auch richtig coole Seiten. Ja, hier sehen wir 133, das fehlt mir. Das sind ja diese, die man hier so ein bisschen ansetzen muss. Sehe, das ist ein bisschen schwierig. Aber irgendwie hier so das Ringseil, das Weiße, das fehlt mir hier so ein ganz klein wenig. Aber egal, das ist halt so. Das ist immer schwierig bei diesen Bildern, die dann ja auch durchgeschnitten sind, dass man sie wirklich perfekt ergänzt kriegt. Aber auch hier sehen wir, das sieht trotzdem ganz gut aus. Fehlt vielleicht ein halber Millimeter oder so. Richtig cool. So, hier haben wir schon den Montrose Recut. Ihr seht ihn hier. Wie aufs übers Seil ist. Das ist die 158. So, Silbersticker mache ich als letztes. Das gehe ich dann noch ein zweites Mal durch. Beziehungsweise es kann man dann auch. Na komm, ich habe den Fehler gemacht. Die Silbersticker, also gehen wir nochmal durch. Die müssten genauso sein. Ne, die sind falsch rum. So, die Silbersticker. Muss ich mal kurz kicken. Kommen wir mal kurz. 139, 129, 89, 218, 278. Sehr gut. Ups, jetzt habe ich das ein bisschen zu gut gemeint. So. 278, 189, 189, 181, gut. Einmal das so und 129 war die Nummer, die mir auch noch fehlte, da von Tatanka. Hier haben wir das Logo von Tatanka. Das lässt sich ein bisschen schwerer lösen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da haben wir die Sticker und jetzt kommt hier das von Tatanka, das Logo. Wunderbar. So, als nächstes habe ich 139. Hier, das haben wir hier, das kleben wir gleich auf. Aber hier seht ihr es von Ludwig Borger. Sein Logo, das fehlte auch. So, das kleben wir auch hier schön rein. Wunderbar. So, und jetzt ist hier der Montrose Recut. Hier hatte ich ja hier, wie auf das Seil springt. Sean Waldman, später auch bei der DX, DMX oder DX, der D-Generation X, der die Sensation gelandet hat. Richtig cool. So, was sind denn die nächsten Nummern? Ich drehe mal hier bei den Silberbildern um, das wäre 181. Und hier der IRS ist 211. Ja, das heißt, wir blättern einfach hier. 181, Bam Bam Bigelow. Richtig cool ausgeschnitten. Ja, was habe ich übrigens für die Sticker einzeln bezahlt? Also abgesehen vom Dimate, der mir es geschenkt hat, die Nummer 1, was ich richtig großartig finde. Die Silberbilder werden so um die 2 Euro das Stück gehandelt. Die Hologrammsticker, also diese Art, liegen so bei 4 Euro. Und etwa 50 Cent habe ich pro Sticker bezahlt. Jetzt im Bundle bei der Mehrabnahme waren das jetzt etwas weniger. 211 ist das, aber ich habe hier Luna Vachon. Richtig cool. Ja, auch die Tochter eines Wrestlers, also sozusagen die zweite Generation. Die hat schon ziemlich für Aufsehen gesorgt. So, das seht ihr, das fehlte da nicht. Ich habe gut damals eingeklebt und gut gekauft. So, 211 fehlt hier Harvey Whippleman, einer der Manager.
Komm, lösen. Löse dich. Na, hier nochmal ganz kurz. Richtig cool. Ja, so, was sind denn dann die Seele? Ich sehe hier schon Doink als Silbersticker und hier haben wir 219. Das dürfte schon fast die nächste Seite sein. Seht ihr, hier fehlen mir einige. Ne, 219. Die kommt hier hin. So. Hier haben wir auch die 218, hier mit seinem Logo. Richtig lustig. Eben halt der Clown. Ne? Der etwas ernstere Clown. So. So, was haben wir denn hier? Das nächste Bild, das ist die 221. Ihr Doink dann vor dem Spiegel. Ja, so, das nächste Bild. Ja, hier kann man sehen, Doink, da habe ich auch noch das nächste Silberbild, was mir fehlte. Ja, haben wir hier Doink nochmal im Silberbildformat. Das fehlte mir logischerweise auch. Also das war wohl die Seite, wo mir am meisten Sticker fehlten. Genau, so. Und hier die 226. Das Unterteil von Doink. So ganz klein wenig passt es nicht, weil, wie gesagt, immer kann sich noch ein paar Millimeter unterscheiden, sind manchmal schräg. Die Viererbilder oder die größeren Bilder, wo vier gleichzeitig sind, die waren immer die, ja, schwer. Achterbilder oder ich habe schon welche gehabt, die waren Neunerbilder und das war auch richtig hart. Da habe ich teilweise gewartet, bis ich sie alle einkleben konnte. So, hier sehen wir auch die Steiner Brothers. Hier haben wir auch das, was mir fehlte, der Oberteil hier von der 36. Richtig cool zusammenzukriegen, richtig cool. Ja, weiter geht es. Ja, hier haben wir schon das nächste, Man on a Mission. Mabel wurde auch mal King of the Ring, war aber, finde ich, kein besonderer Wrestler. Der war nur groß, ein Koloss. Dass er King of the Ring wurde, weiß ich nicht. Dafür fand ich ihn, da wurde er wohl zu sehr gepusht, weil die Leute wollten ihn fördern. So. Die Quebecers, da haben wir auch das nächste, hier haben wir ihn, den Mountie. Das war sozusagen der Mountie und sein Kollege Jacques und Pierre haben als Tag Team das nochmal versucht. Der Mountie lief, war ja auch alleine unterwegs. Ja, so haben wir das auch vollständig, Wahnsinn. So, hier haben wir die Headshrinkers. Auch hier cooles Bild. Warum fehlt mir das? Ich pull das ab, das habe ich doch hier. Ich dödel. Seht ihr? Das kann ich leider natürlich nicht mehr rückgängig machen. Irgendwie habe ich es doppelt. Ja, gut, das muss leider weggeschmissen werden. Ich habe so einfach geklippt, ohne dass ich darauf geachtet habe. 63, das ist das Richtige, was mir hier fehlt. Zum Glück habe ich das. Fragt mich nicht, warum ich doppelt habe. So, weiter geht es. So, hier haben wir die Smoking Guns. Hier seht ihr, hier fehlt mir ja so ein bisschen. Das ist jetzt die 79, das ist richtig. Weiß nicht, warum ich dann doppeltes Bild hatte. Keine Ahnung. Ich hatte mehrere,
von noch schon mal davor ein, zwei Bilder bekommen von jemandem. Vielleicht war das aus Versehen doppelt dabei. So, und hier auch nochmal die Smoking Guns, das kommt dahin. Das habe ich hier aber auch richtig gut geklebt, gebe ich ehrlich zu. Seht mal, wie schief das ist. Hier war original angelegt. Ich dödel, habe das richtig schräg gemacht. So, und jetzt haben wir noch das Silberbild mit dem Logo der Smoking Guns. Ja, und jetzt blättern wir einmal ganz kurz zum Ende. Ich gucke, das ist auch schon fast zu Ende. Aber ihr seht, da ist alles vollständig. Also gehen wir auf Seite 1. Hier fehlt die Nummer 1. Lieber Mate, großer Moment für dich gebührt das. Das finale Bild kommt in mein Album. Also nochmals danke, lieber Mate. Jetzt ist mein Album vollständig. Dank dir. Und dann noch mit dem Hologrammsticker. Besser kann es nicht beginnen. Ja, das war das Einkleben des Sticker-Albums mit dem Undertaker. Ja, ihr seht, eins habe ich, muss ich leider wegschmeißen, weil ich es doppelt hatte und ich habe so aufgeklebt. Egal, es ist vollständig das Album, das freut mich besonders. Ja. Na, so, legen wir hier noch mal ein paar Bilderchen hin, sodass man sieht, was ich alles eingeklebt habe. Ja, ein schönes, vollständiges Album. Mein Jugendalbum ist sozusagen vollständig. Das wird als nächstes im Let's View betrachtet. Ja, und das war jetzt erstmal nur das. Ich klebe ein. Ne? Album ist vollständig. Wunderbar. Ich danke euch herzlich fürs Begleiten dieser Aktion. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Darüber freue ich mich besonders. Und ja, dann sehen wir uns im Let's View. Ne? Bis zum nächsten Mal.